Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Nachdem ich euch in der ersten Folge ja gezeigt habe, wie ihr per Hand Rohstoffe abbauen könnt, möchte ich euch in dieser Folge zeigen, wie ihr die ganze Sache automatisieren könnt. Hierfür sind dann schon mal ein paar Anlagen notwendig. Unter anderem braucht ihr natürlich auch Strom. Auch das werde ich euch in dieser Folge erklären. Bleibt also einfach dabei, wenn ihr das sehen wollt. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Zwei kleine Dinge habe ich ohne euch schon mal ein bisschen weitergespielt. Ihr seht schon, ich habe zum einen meinen Hub noch um eine Stufe verbessert. Der Grund ist ganz einfach. Wir konnten, beziehungsweise ich konnte dadurch freischalten, die Scanner aktualisieren für Kalkstein. Und ich wollte schon mal ein bisschen Kalkstein bzw. Beton halt herstellen, weil das gerade ein bisschen länger dauert. Denn gerade bei dem Kalkstein braucht man quasi immer dreimal Kalkstein, um einmal Beton herstellen zu können. Und ich wollte bei den Rohstoffen, die wir jetzt brauchen, um weiter aufrüsten zu können, ich sag mal schon mal so einen kleinen Lagerbestand erreichen, sage ich mal. Sprich, ich habe jetzt hier 7 Stacks Eisen schon mal vorbereitet, 5 Stacks Kupfer und 5 Stacks Beton. Wobei wir gar nicht so viel Beton brauchen. Also wir brauchen das alles, ganz klar, ne? Aber jetzt für die weiteren Verbesserungen, was jetzt hier geplant ist, bräuchten wir die noch nicht ganz. Eisen wird, glaube ich, leer. Aber das werden wir dann schauen. So, jetzt zu dem, was ich euch im Video eigentlich zeigen möchte. Ich möchte natürlich zum einen meinen Hub noch weiter ausbauen, denn wie ihr sehen könnt, schalten wir dann hier Fördermast und Förderbänder frei. Das ist ganz, ganz wichtig, denn mit der letzten Upgrade-Stufe haben wir immerhin schon mal den Konstruktor freigeschalten und Strommasten. Und da geht es dann schon in die ganze Richtung, ich sag mal, dass wir die ganze Sache hier automatisieren können. Klar brauchen wir natürlich die Förderbänder, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Konstruktoren. Denn damit können wir dann wirklich einstellen, dass aus Rohstoffen schon mal was hergestellt werden soll. Und dann hört das ganze, ich sag mal, Werkbankarbeit hier auf. Sprich, wir machen auf jeden Fall schon mal als nächstes die nächste Erweiterung. Dafür brauchen wir 75 mal Stahlplatten, 20 mal die Kabel und halt 10 mal den Beton. Beton ist kein Problem. Den können wir uns einfach hier nehmen. Schon haben wir das. Und dann sage ich, machen wir einfach mal. Ja, wir nehmen noch weitere Rohstoffe hier raus und stellen erstmal die 75 Eisenplatten her. Das wird leider auch noch mal ein bisschen dauern, aber ich wollte auch nicht, ich sag mal, nicht zu viel schon herstellen. Ich möchte euch halt auch ein bisschen was zeigen und gerade halt die einzelnen Hubstufen möchte ich halt auch so ein bisschen zeigen. Und ihr seht schon, so lange, sage ich mal, dauert die ganze Sache jetzt ja nicht, ne? Sprich, wir haben ja schon die 40 Platten und irgendwas Sinnloses wird mir hier schon zum Labern einfallen. Beziehungsweise kann ich euch gleich noch den Tipp geben, wer die erste Folge verpasst hat, da habe ich ja im Prinzip, ja, ich sag mal, mehr oder weniger so ein Grundlagentutorial gemacht, so was die Steuerung etc. angeht. Einfach in der Videobeschreibung nachschauen, da verlinke ich euch die Playlist und da könnt ihr halt die ganze Sache einfach ansehen, beziehungsweise euch halt auch die erste Folge ansehen. Also halt für alle die, die das bis hier halt, ich sag mal, mehr oder weniger verpasst haben, ne? So, jetzt stellen wir mal, ich glaube, es waren es 30? 30 Kabel waren es, glaube ich. Stellen wir einfach mal die 30 Kabel her und dann schauen wir mal, dass wir die nächste Stufe vergrößern können. Ja, so lange dauert das alles nicht. Ja, okay, sehr schön. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Wir wählen also den Meilenstein wieder aus. Packen die Rohstoffe, die wir brauchen, alle rein und verbessern die ganze Sache wieder. Jetzt haben wir, wie gesagt, freigeschalten den Fördermast, Förderband und nochmal Inventarplätze. Und beim nächsten Mal, ganz, ganz wichtig, da bekommen wir dann den Miner MK1 und den Lagercontainer. Das ist absolut notwendig, um dann wirklich, ich sag mal, die ersten Sachen wirklich selbst oder automatisch herstellen lassen zu können. Und das möchte ich euch in der Folge auf jeden Fall noch zeigen. Und dann natürlich entsprechend noch, wie wir die ganze Sache mit Strom versorgen können. Jetzt brauchen wir erstmal 75 Eisenstangen. Ja, jetzt sagt uns die Eva, dass wir die Sachen freigeschalten haben, ja. Hätte sie auch ein bisschen schneller machen können. Da war sie jetzt ein bisschen langsam. Ich habe im Übrigen bei dem Kalkstein keinen neuen mobilen Miner gekauft oder gebaut. Sondern ich habe halt einfach bei Kupfer und Eisen einfach jeweils einen weggenommen und habe es dabei halt dann sein lassen, ne? So, dass ich jetzt im Prinzip bei allen drei Vorkommen 50, eieiei, bei allen drei Vorkommen jeweils zwei mobile Miner, ne? So, 40 haben wir schon. Ey, da brauchen wir jetzt ja 100 mal Kabel, eieiei. Ja, aber das ist ja alles machbar.
Und wie gesagt, sobald man dann die Automatisierung hat, dann kann man halt anfangen, die Sachen automatisch herstellen zu lassen. Und dann geht das doch alles deutlich schneller, ne? Zumal vor allen Dingen halt die Upgrades des Hubs sind halt die Sachen, die halt teuer sind. Die normalen Bausachen, zumindest anfangs, sind ja noch recht bezahlbar, ne? Sprich, da ist die ganze Sache noch nicht so teuer. Ja, und dann ganz wichtig halt als nächster Schritt sind natürlich die Fundamente. Aber da muss das Hub, also der Unterbereich, also die Stufe 0, muss dafür komplett ausgebaut sein. Erst dann ist es halt möglich, die Fundamente zu legen. Was natürlich dann das Bauen nochmal deutlich vereinfacht, ne? So, jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes freischalten können. Weltraumlift, Biomasse, Brenner, Biomasse, Biomasse. Biomasse ist dann auch noch wichtig, was die Stromproduktion angeht. Ach, guck mal, 100 Kupfer, 100 mal 100, aber das wollen wir erstmal nicht machen, denn wir haben ja, wie gesagt, freigeschalten jetzt den Miner MK1 und den Lagercontainer. Moment, kann man hier gleich auswählen? Nee, kann man nicht. Müssen wir ein Baumenü machen. So, wir wollen zum einen, natürlich brauchen wir einen Lagercontainer, wir brauchen den Constructor und wir brauchen den, jetzt habe ich es angeklickt, das wollte man natürlich nicht, Lagercontainer, Constructor, den Miner brauchen wir und wir brauchen natürlich auch den Schmelzofen. So, jetzt haben wir hier im Prinzip die Gesamtanzeige, was wir alles an Rohstoffen brauchen, um diese Gebäude jeweils einmal herstellen zu können. Und zusätzlich brauchen wir natürlich noch Logistik, das Förderband, das ist aber, glaube ich, eh relativ, ja, da brauchen wir nur die eine Stahlplatte jeweils. Da produzieren wir einfach ein paar mehr Eisenplatten. So, Eisenplatten brauchen wir 20 jetzt insgesamt. Das klingt ja schaffbar, ne? Ich stelle gleich ein paar mehr her. So, wenn wir da 30 haben, 31, dann jetzt noch mal ein paar Eisenstangen. Oh, bei der verstärkten Eisenplatte, da weiß ich jetzt gar nicht, was wir da brauchen. Ach, da brauchen wir auch die Schrauben für. Na, das ist kein Problem. Ja, jetzt gehen die Eisenstangen wieder weg, ne? So, damit haben wir die verstärkten Eisenplatten zweimal. Dann können wir uns wieder Eisenstangen herstellen. Ja, machen wir davon halt auch 20. Gut, und von den Eisenplatten können wir ja nur in ungerader Zahl herstellen. So, die mobilen Miner, die haben wir ja, ne? Dann kommen jetzt noch das Draht dazu. Da produzieren wir auch gleich ein bisschen mehr. Beziehungsweise brauchen wir dann sowieso noch Kabel. Aber erstmal eins nach dem anderen. So, jetzt haben wir alles, um diese Gebäude platzieren zu können. Rennen wir mal hier zu so einer Mine. Oder zu so einem Vorkommen. Das ist ja keine Mine, ne? So, hier gehen wir jetzt daher. Wir können jetzt alles nehmen, auswählen. Ich möchte aber mal den Miner auswählen, aufheben. Und mal schauen, ob wir den Rohstoff auch ins Inventar bekommen. Ja, okay. Braucht man also auch nicht extra rausnehmen. Sprich, ne, ihr müsst nicht erst auf alles nehmen, um die 100 mal Eisenerz rauszunehmen. Ihr könnt gleich den Miner aufheben und habt dann soweit alles aufgehoben. So, dieses Eisenvorkommen. Hier ist es jetzt dann möglich, entsprechend den Miner zu platzieren. Ja, Miner MK1 gibt es dann später auch noch Verbesserungen für, ganz klar. Und ihr seht schon, auch der rastet natürlich schon direkt ein, wo wir den platzieren können. Somit ist halt klar, dass wir den auch nur einmal pro, ich sag mal, Vorkommen platzieren können. Und dann geht es halt nur noch darum, wie man das denn genau platziert. Da wir mit den restlichen Gebäuden hier auf der Plattform bleiben wollen, bauen wir den also mal hierher. So, jetzt zu dem Miner. Wir haben hier dann so ein Einstellungsmenü, sage ich mal. Wir haben jetzt natürlich keinen Strom, ne? Also der arbeitet nicht. Hier ganz, ganz wichtig für uns als Information, hier haben wir wieder 60 Eisenerz pro Minute, also pro Sekunde wird einmal Eisenerz produziert und entsprechend sollte man natürlich darauf achten, dass man diese 60 Eisenerz halt auch verarbeitet.
Ansonsten ist die ganze Sache natürlich ein bisschen ineffektiv und wir verschwenden im Prinzip Strom. Und gerade anfangs ist die Sache mit dem Strom halt so, dass wir da tatsächlich noch rumlaufen müssen und Biomasse einsammeln müssen, um unsere Anlagen betreiben zu können. Sprich, das wäre halt äußerst ungünstig, wenn man Energie verschwendet. So, dann das nächste Gebäude, was wir brauchen. Wie gesagt, wir fördern jetzt das Eisenerz. Und dieses Eisenerz müssen wir erst im Schmelzofen, ne, kann automatisiert werden, indem Erz mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt wird. Die produzierten Barren können automatisch extrahiert werden, indem ein Förderband an den Ausgang angeschlossen wird. Sprich, als nächstes Gebäude brauchen wir natürlich erstmal den Schmelzofen. Hier jetzt wieder dran denken, die Umschalttaste, STRG-Taste bei euch unten links auf der Tastatur. Damit könnt ihr dann das Gebäude direkt anbloppen lassen, sage ich mal. Und es halt entsprechend so platzieren. Hier ist es jetzt allerdings wichtig, ihr dürft es jetzt nicht, ich sag mal, so direkt dran platzieren. Denn jetzt haben wir tatsächlich das Problem, dass wir hier, ich sag mal, also Ausgang von den Barren und hier der Eingang der Barren, die sind natürlich direkt beieinander, aber ihr seht schon, wir haben hier eine unterschiedliche Höhe. Und wenn wir jetzt dahergehen und sagen, wir wollen ein Förderband platzieren, dann, ah doch, es passt. Ja, das ist ja super. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass weil der Höhenunterschied da besteht, dass es halt nicht funktioniert. Aber ihr seht, das passt tatsächlich. Das heißt, wir können gleich das Förderband bauen. Und hier geht es jetzt zu beachten, ich hatte ja hier am Eingang gesagt, dass wir hier 60 Eisenerz pro Minute produzieren. Und wenn wir jetzt hier auf den Schmelzofen gehen und hier dann Eisenbarren einstellen, ne, denn wir produzieren hier, fördern hier Eisenerz, dann sehen wir hier, dass wir 30 Eisenbarren pro Minute produzieren können, sprich nur die Hälfte von dem, was wir hier an Eisenerz fördern, wird hier auch verarbeitet. Das heißt, wir brauchen unbedingt pro Förderanlage brauchen wir 2 Schmelzöfen, um wirklich 100% der Förderanlage ausnutzen zu können. Können wir jetzt aber noch nicht bauen, denn uns fehlt hier im Prinzip noch so eine Kreuzung für das Förderband. Das können wir noch nicht bauen, das müssen wir erst noch freischalten, indem wir unser Hub unten verbessern. Aber jetzt geht es halt erstmal darum, dass ich euch generell die ganze Sache zeige, wie gesagt, vor allen Dingen halt auch noch mit der Stromversorgung. Ne? Also, wie gesagt, einmal Förderanlage, also dieser Förderturm, 2 Schmelzöfen für die optimale Verteilung. Jetzt kommt das nächste Gebäude, was wir brauchen. Und zwar der Konstruktor. Auch hier gilt es wieder zu bedenken. Kann natürlich auch wieder automatisiert werden, ist ganz klar. Ne? Sprich, auch den können wir wieder so platzieren. Einfach wieder die Umschalttaste drücken. Und ihr seht halt auch, ne, die Eingänge sind orange markiert, rechts. Die Ausgänge sind grün markiert, links. Und so solltet ihr das natürlich halt auch immer platzieren. Ne? Interessant ist jetzt, dass wir hier einen größeren Abstand brauchen. Finde ich ganz lustig. Ihr seht auch, dass das mittig platziert wird an diesem, ja, grün, ich nenne es jetzt mal grün, ne? Wir Männer kennen ja nur 5 Farben, ja, der Rest ist irgendwie Zustände oder sowas. An diesen grünen Linien erkennt ihr halt auch, dass ihr mittig seid, ne? Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Also, dass die Gebäude mittig zueinander ist jetzt. Ich kriege ja eine Krise. Das war die ganze Zeit mittig, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Vorführeffekt. Okay, ich gehe nochmal raus aus dem Baumenü und wähle den Konstruktor nochmal neu aus. Und auch das ändert nichts. Hab. Ja. So, jetzt ist es. Jetzt haben wir es mittig. Allerdings falsch rum gedreht. Okay, das ist jetzt tatsächlich ein Vor... Also ich krieg ja... Ohne Wort, das wird aber schlimmer. Da war's... Da! So, und jetzt würde ich es natürlich gern noch... So. Okay, jetzt haben wir's. Also die grüne Linie, ne? Dann ist das auch tatsächlich mittig. Und ihr müsst nicht umständlich längere Verbindungen hier mit dem Förderband bauen, ne? So, und bei den Förderbändern halt einfach, ihr könnt natürlich bauen, wie ihr wollt, ne? Okay, das geht jetzt nicht, das Gebäude ist im Weg, ne?
halt einfach nur hin und her ziehen, wo ihr es halt hinhaben wollt. Und da, wo das Ziel dann quasi ist, da rastet das dann schon mehr oder weniger automatisch ein. Und nochmal klicken und die ganze Sache wird gebaut. So, jetzt Einstellungen. Jetzt haben wir ja hier im Prinzip die Produktion. Und hier können wir jetzt halt dahergehen. Bitte bedenkt, ne, wir produzieren hier Eisen. Das heißt, wir können jetzt hier auswählen, ob wir Eisenplatten, Eisenstangen oder Schrauben produzieren wollen. Ich wähle jetzt einfach mal die Eisenplatte aus. Und hier haben wir jetzt wieder das Problem, wie viel wird denn hergestellt? Wir sehen hier 20 Teile pro Minute. Und für diese 20 Teile pro Minute benötigen wir 30 Eisenbarren. Ihr seht also, dass wenn man eine Förderanlage, zwei Schmelzöfen und zwei Konstruktoren, dann haben wir die ganze Sache wirklich zu 100% ausgelastet. Ne? Beachtet halt sowas, dass halt wirklich nichts verschwendet. Das ist ja hier ganz wichtig für unsere Organisation, dass bloß nichts verschwendet wird. Und jetzt brauchen wir natürlich, um die Produktion hier laufen lassen zu können, brauchen wir natürlich noch einen Lagercontainer. Und den wählen wir einfach hier bei Organisation, Lagercontainer. Und hier jetzt auch wieder darauf achten, gerade wenn er das, so wie ich jetzt, ja, ich möchte das nicht hierher. Es würde sogar noch hierher passen. Ja, da machen wir einfach, ich möchte auch mal was anderes bauen. Ne? Ich baue den jetzt hier mal daneben. Passt zwar höhenmäßig halt überhaupt nicht hin, aber damit er halt auch nochmal ein anderes, ich sag mal, eine andere Förderbandkonstruktion halt sieht. Ne? Im Endeffekt, sobald ich die Bodenplatten, die Fundamente habe, muss ich es ja eh nochmal umbauen. Aber umbauen geht relativ einfach, dadurch, dass halt keine Rohstoffe verschwendet werden. Dauert das halt nicht lang, ne? Und dann noch, ich wähle jetzt ja, bisher habe ich ja immer per Taste Q das Baumenü an sich ausgewählt. Wir haben hier unten aber auch, also am unteren Bildschirmrand, das wollte ich da hin zeigen, ne? Ich habe Füße. Am unteren Bildschirmrand haben wir eine Schnellauswahl und da sind automatisch die Gebäude oder die Bausachen, die man oft baut, sind automatisch schon vorgegeben. Sprich, wir können jetzt hier mit Taste 3 als Schnelltaste schon unser Förderband auswählen, können das hier hochziehen und sehen, dass wir eine Eisenplatte zu wenig haben. Das heißt, wir müssen nochmal losflitzen und uns nochmal eine Eisenplatte herstellen. Aber eine Eisenplatte ist ja kein Problem. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, der Lagercontainer ist im Übrigen ein Gebäude, der keinen Strom braucht. Also hier brauchen wir uns nicht um irgendwelche Anschlüsse kümmern. So, dann wählen wir wieder unser Förderband aus und ziehen das jetzt vom Ausgang einfach zum Eingang. Und ihr seht schon, kleine Höhenunterschiede werden automatisch ausgeglichen und können die Sache bauen. Und schon haben wir das angeschlossen und das Förderband bewegt sich. So, eingestellt ist alles, produziert kann aber immer noch nichts werden, denn wir haben ja noch keinen Strom. Beim Strom, wir haben hier an unserem Hub, das ist so, ich sag mal, die Stromproduktion des Anfangs, ne? Haben wir hier zwei Biomasse-Generatoren und die können wir im Prinzip mit Biomasse füttern und so schon mal dafür sorgen, dass wir unsere Gebäude mit, ich sag mal, Strom versorgen können. Ne? Hierfür haben wir jetzt, hier wäre es jetzt auf der Schnellwahltaste 1, ich wähle aber nochmal im Baumenü aus, weil wir hier halt nochmal die Informationen bekommen, die wir brauchen und ich hier natürlich auch besser erklären kann. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, Strommasten zu platzieren. Wir können einerseits dahergehen, wählen einen Strommasten aus und können den halt, ich sag mal, mehr oder weniger beliebig in der Landschaft platzieren. Beachtet hierbei aber bitte, dass die Stromkabel, die ihr dann zwischen den Masten spannen wollt, ich sage mal ein ganz blödes Beispiel, ich gehe jetzt halt einfach mal hierher, baue den hierher, wähle dann meine Stromleitung aus, dann gehe ich hier zu unserem Generator, ne? Bloppt, ist ja nicht grün gesagt, leuchtet blau auf, ne? Hier haben wir ein rotes Stromzeichen, geht also nicht, einfach wieder anklicken, ihr seht schon, es entsteht automatisch ein Strommast, wenn wir jetzt auf den nächsten Strommast gehen, haben wir automatisch nur eine Kabelverbindung. Hintergrund mit dem Strommast ist, geht halt einfach daher, baut keine Strommasten, sondern geht halt wirklich daher und verbindet die ganze Sache immer direkt, sprich wählt das Kabel aus, wählt den Startpunkt aus und wählt theoretisch den Zielpunkt aus. Ich verbinde das jetzt mal
Jetzt fehlen da die Kabel. Wir brauchen mehr Kabel, Chef. Kein Problem. Machen wir erstmal noch ein paar Kupferkabel. Und stellen uns dann nochmal normale Kabel her. Dann machen wir 10. Jetzt haben wir 11. So, dann könnt ihr da hergehen und direkt verbinden. So, Stromkabel ist verbunden. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar haben wir jetzt zwar die direkte Verbindung, das heißt, die Sache würde funktionieren, aber wir können nicht dahergehen und ich sag mal, von einem Verbraucher zum nächsten Verbraucher gehen, ne? Funktioniert nicht. Das heißt, wir müssten jetzt wieder ein Stromkabel bis dort runter machen. Und das erhöht natürlich den Ressourcenverbrauch. Und wie ihr seht, können wir den hier auch nicht mehr anschließen. Ne? Wir können an so einen Generator nur ein Kabel jeweils anschließen. Sprich, das funktioniert so nicht. Wir gehen also daher und entfernen das wieder. Und platzieren jetzt als erstes direkt neben unserem Generator, wenn ich es denn da nicht löschen würde, eine Strommast. Ich richte den halt auch gleich wieder aus. Verbinden jetzt diesen Strommast mit unserem Generator. Und ihr seht schon, dass der Strommast zeigt uns jetzt auch an, dass wir bisher 0 von 4 möglichen Stromverbindungen haben. Sprich, wir verbinden das und sehen, dass schon eine Stromverbindung jetzt belegt ist. Und gehen jetzt hier hoch. So, dass wir, ich sag mal, alles so ein bisschen sehen, ne? Wählen wieder Stromleitung aus. Wählen den Strommast. Und gehen auch jetzt nicht hier zum Gebäude, ne? Sondern platzieren hier tatsächlich erstmal einen weiteren Strommast. Und können jetzt dahergehen und von diesem Strommast aus die einzelnen Gebäude unkompliziert und einfach anschließen und mit Strom versorgen. Und jetzt seht ihr, dass wir jetzt 4 von 4 Verbindungen voll haben. Das heißt, wir könnten jetzt hier keine weitere Anlage, die Strom braucht, noch anschließen. Würde ich jetzt also dahergehen wollen und den Bereich so ausbauen, dass wir 100% Effizienz haben, sprich einmal die Eisenerzförderung, also den Förderer MK1, zweimal die Schmelzanlage und zweimal den Konstruktor, würde das nicht gehen. Wir bräuchten also hier schon wieder 2 Strommasten, um den Strom entsprechend verteilen zu können. Das machen wir jetzt aber nicht, denn wie gesagt, Ziel sollte es ja sein, dass wir hier heute tatsächlich auch schon was produzieren können. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Stromversorgung. Die Kabel haben wir soweit, der Strom wird also hingeleitet. Jetzt gehen wir daher. Mit dem nächsten Hub-Upgrade bekommen wir hier die Biomasse und ich rate euch dringend, verwendet im Biomasse-Reaktor tatsächlich nur Biomasse und ich sag mal, keine gesammelten Hölzer oder Blätter, denn wir können jetzt ja hier runtergehen und können halt diese ganze Gestrüpp, was hier so ist, ne, das können wir halt einsammeln. Ich weiß im Übrigen noch nicht, ob das nachwächst, ja, keine Ahnung. Kann halt sein, dass wir echt alles leer machen. Ihr könnt das direkt einsammeln und könnt das natürlich in den Biomassereaktor geben und entsprechend verbrauchen, aber die Stromproduktion fällt dann eher mager aus. Ne? Also gehen wir erstmal noch daher und verbessern wirklich noch auf Upgrade Stufe 6. Das heißt, wir brauchen noch 100 mal das Kupferkabel, 100 mal Eisenplatte und 100 mal Eisenrohr. Und damit wird schon ersichtlich, dass unser Eisen nicht ausreicht. So, fangen wir erstmal mit der Kupferrolle an. Das Kupferdraht 100 mal, das ist kein Problem, das haben wir gleich fertig. Zukünftig, wie gesagt, muss man dann solche Arbeiten nicht mehr durchführen. Sobald man alles soweit automatisiert hat, geht es dann ohne Probleme. Ne? So, die 100 sind gleich erreicht. Okay, dann benötigen wir jetzt 100 mal Eisenstange. Oh, es kann passieren, dass selbst jetzt das Eisen noch nicht ausreicht, sehe ich gerade. Obwohl, doch, das sollte hinhauen. Oh, nein, das wird nicht hinhauen. Wir brauchen tatsächlich noch mehr Eisen. Aber ich habe ja genug. Ich habe ja genug. Wir können uns quasi mit Eisen vollschmeißen hier. So, jetzt haben wir hier noch eine Stange zu viel, ne?
So, und jetzt die Eisenplatten. Dafür reicht es jetzt, kein Problem. Das sollte dann auch mit so das letzte Mal sein, dass wir solche Sachen händisch herstellen. Ich werde im Übrigen bei den anderen zwei Vorkommen, sprich bei Kupfer und bei Kalk, werde ich das wieder ohne euch schon mal vorbereiten, sprich alles soweit ausbauen, dass die ganze Sache funktioniert, weil ich sag mal, ich habe es euch jetzt bei einem Vorkommen gezeigt und bei drei Vorkommen muss ich euch das nicht zeigen. Ne? Das wird dann halt doch, ja, das muss nicht sein. Ne? Wie gesagt, das mache ich dann ohne euch. So, jetzt haben wir die 100 gleich voll. Auch wieder eins zu viel, ganz toll. So, dann meinen Stern auswählen. Wir können wieder alle Ressourcen, die wir brauchen, reinpacken. Ja, der Beton, ne? Hat super ausgereicht. Dann verbessern wir unser Hub. Ja, es wird größer, ne? Wir können da jetzt schon hochklettern, sage ich mal. So, jetzt gratuliert uns die Eva wieder. Und jetzt haben wir im Prinzip als wichtiges Rezept freigeschalten die Biomasse. Und ich würde wirklich sagen, dass sich das vorher einfach gar nicht lohnt zu automatisieren. Ne? Also bis hierher würde ich tatsächlich erst mal ein bisschen mit der Hand arbeiten, denn ihr sammelt euch bei Biomasse zu Tode. Ich zeige euch das gleich, warum das so ist. Wir gehen also mal kurz hier runter. Das ist ein Schneckengehäuse, ne? Brauchen wir aber noch nicht. So, wir gehen also einfach mal daher und sammeln hier die Pflanzen mal ein. Natürlich ist klar, dass Holz besser ist als einfach das Blattwerk. Ne? Ich gehe aber einfach mal daher und sammle nur mal so ein bisschen was ein, um euch das zu zeigen. So, das soll dann auch schon reichen. Komme ich hier hoch? Da gibt es ja nachher noch so Düsen, mit denen man quasi fliegen kann. Ne? Oder so Launchpads, wo man abspringen kann. Voll genial. So, Biomasse. Jetzt können wir ja hier Biomasse aus Brettern, hätte ich jetzt erklärt, ne? Biomasse aus Blättern herstellen. Ich produziere einfach mal 20. Ich möchte gar nicht zu viel herstellen. So, dann gehen wir mal hier an diesen Biomassereaktor. Der ist derzeit aktiviert. Ich schalte ihn mal aus. Und jetzt bekommen wir hier im Prinzip eine Anzeige, ich sag mal, über unseren Strom an sich. Wir haben jetzt hier so eine Informationsanzeige über unseren Stromverbrauch und über die Stromproduktion und über die Gesamtkapazität. Derzeit natürlich null, wir haben ja keinen Treibstoff. Und hier haben wir im Prinzip die Treibstoffinformation, die uns dann halt anzeigt, wie viel Strom wir pro Sekunde herstellen und wie lange es dauert, bis der Treibstoff verbraucht ist. Und wenn wir jetzt dahergehen und sagen, wir packen jetzt hier die Blätter rein, da seht ihr schon, dass wir jetzt 38 Blätter drin haben und wir im Prinzip pro 0,8 Sekunden 20 Megawatt Strom herstellen und dabei jeweils einmal Blätter verbrauchen. Ihr seht also schon, 0,8 Sekunden ist nicht lang. Ne? Wir hätten vielleicht für, ja, wenn wir es jetzt einfach mal grob schätzen, für 30 Sekunden 20 Megawatt Strom. Damit lässt sich nicht viel produzieren. Also keine unverarbeiteten Blätter als Treibstoff verwenden, sondern wirklich die hergestellte Biomasse nehmen. Und ihr seht schon, wir bleiben bei 20 Megawatt Strom, allerdings jetzt für 9 Sekunden. Ja? Das heißt, wir verbrauchen jetzt alle 9 Sekunden einmal unseren Treibstoff und können so 20 Megawatt Strom herstellen. Wenn wir jetzt nochmal nach vorne schauen, wie gesagt, Faktor ist etwa mal 11 mal 12, würde ich jetzt mal sagen, ne? Um die Biomasse herzustellen, benötigen wir, dafür benötigen wir 10 mal Blätter. Na toll. Okay, ja gut. Also mit den Blättern haben wir für 0,8 Sekunden 20 Megawatt. Umrechnungsfaktor ist 1 zu 10. Jetzt haben wir für 9 Sekunden. Das heißt also, in Biomasse umwandeln lohnt sich schon, bringt aber doch weniger, als ich ursprünglich gedacht habe. Wäre jetzt meiner Meinung nach, wäre das cool gewesen, wenn es ein bisschen mehr gewesen wäre. Ne? Dann haben wir hier noch Holz, da können wir uns auch mal anschauen, was das bringt. Okay, da haben wir 20 Megawatt für 5 Sekunden. Holz ist also auf jeden Fall schon mal besser.
Können wir noch einstellen, wie viel Biomasse wir dort reinmachen wollen, können wir nicht machen, ne? Wir können es halbieren. Durch Rechtsklick können wir es halbieren, okay. Dann nehmen wir einfach mal die 9x Biomasse, dann haben wir für 9x 9 Sekunden 20 Megawatt Strom und aktivieren den Generator jetzt mal. Und ihr seht schon, wir haben einen Verbrauch von 5,2 Megawatt und entsprechend die Maximalkapazität liegt bei 20, wir verbrauchen aber nur 5,2. Das heißt, wir haben jetzt für relativ lange unseren Strom. Ich finde es übrigens interessant, ne? Wahrscheinlich schon die Weizen würde mehr Energie verbrauchen, als dieses Blattwerk da bringt, aber okay. So, jetzt gehen wir mal zu unserer Anlage hier oben und können uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen, dass hier alles soweit läuft. Ne? Ihr seht das, wir fördern Eisenerz. Das Eisenerz, erkennt man jetzt ein bisschen schlecht, wird zur Schmelze transportiert, wird in der Schmelze zu Eisenbarren verarbeitet und im Konstruktor dann zu Stahlplatten. Und ihr seht hier auch schon in etwa, das Förderband würde bestimmt die dreifache Menge an Stahlplatten transportieren können. Der Bottleneck, die Engstelle, sage ich mal, ist hier der Konstruktor. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir aus 60 mal Eisenerz über zwei Schmelzöfen 60 mal Eisenbarren machen könnten und dann entsprechend über zwei Konstruktoren die maximale Produktivität erreichen würden und halt Eisenplatten, Eisenrohre oder Schrauben herstellen können. Und ihr seht, wir haben 12 mal Eisenplatten eingelagert und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann ja, steigt unser Lagerbestand, denn wir produzieren ja Eisenplatten und damit haben wir im Prinzip die, ich sag mal, die Minimalproduktion für Eisenerz erreicht und müssen uns jetzt nicht mehr per Hand hinstellen und die Eisenplatten selber herstellen. Ihr könnt zwischendrin natürlich jederzeit dahergehen und könnt sagen, hey, ich möchte keine Eisenbarren mehr herstellen. Wir können, genau hier oben links, jetzt habe ich was gesucht, wir können halt hier oben links, ne, hier haben wir die Produktionsinformation und hier können wir das Rezept auswählen und können halt einfach auf Eisenbarren wechseln, auf Eisenrohre wechseln und schon werden Eisenrohre hergestellt und entsprechend hier im Lager dann gleich eingelagert. Jetzt hänge ich irgendwo. So, da werden sie reingebracht und schon, wie gesagt, werden sie halt eingelagert und damit läuft die Produktion soweit. So, ich vermute mal, dass jetzt unser Strom aus ist, weil wir keine Biomasse mehr eingelagert haben. Aber wie gesagt, jetzt haben wir immerhin 28 mal Eisenplatten und 5 mal Eisenstangen produziert. So, dann würde ich an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Den nächsten Teil werde ich wie immer oben rechts verlinken. Und morgen geht es dann hier los mit Command & Conquer. Da schaue ich mir mal an, ob ich da mehrere Missionen nicht machen möchte oder machen kann. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen, respektive nächste Woche, hier wiedersehen. Ich bedanke mich. Tschüss und euch noch einen schönen Abend.